Hi zusammen, willkommen zur nächsten digitalen Sportstunde. Heute machen wir ein kleines Warm-up, dann brauchen wir zwei Tennisbälle und am Ende gibt es nochmal eine kleine Challenge. So, wir starten mit dem Warm-up, dazu haben wir erstmal nichts. Wir laufen auf der Stelle und kreisen erstmal den rechten Arm vorwärts. Ganz locker. Schöne große Kreise mit dem Arm an. Und wir gehen auf den linken Arm. Auch wieder vorwärts. Und immer locker dabei laufen. Jetzt nehmen wir den rechten Arm und kreisen ihn diesmal rückwärts. Immer schön weiter laufen dabei. Und den linken Arm rückwärts. Beide vorwärts. Und beide rückwärts. So, jetzt wieder beide vorwärts. Dabei bleibt aber ein, also wir fangen an mit einem Arm oben, einem Arm unten und dann wie beim Schwimmen. Immer abwechselnd. Und dasselbe auch rückwärts. Okay, als nächstes wiederholen wir die Kniehebel auf. Knie wieder schön hochziehen. Machen wir drei, dann bewegen wir das Fest und schön hochziehen. Und das Anfersen kennt ihr auch schon. Hände am Popo und schön mit dem Fersen dagegen. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt mit dem rechten Bein, das ziehen wir hoch und das linke Bein fersen wir an. Pass nach vorn. Rechts geht hoch, links geht nach hinten. Und wir wechseln einmal die Seiten. Jetzt geht das linke Bein hoch und das rechte Bein hoch. Okay. So. Die nächste Sache ist auch ein bisschen komplizierter. Wir laufen jetzt locker auf der Stelle. Dabei kreisen wir mit der Hand um den Bauch. Mit der anderen Hand tippen wir uns auf den Kopf. Pass da mal vor. Laufen. Tippen uns auf den Kopf und machen einen Kreis um den Kopf. Und jetzt wechseln wir. Andere Hand tippen und die andere Hand um den Bauch kreisen. Gar nicht so einfach. Und nochmal raus, einfach weiter. Okay, jetzt halten wir einfach eine Minute den Liegestütz. Ja, nicht zu sehr durchhängen, nicht zu weit nach oben, sondern so und dann halt. Los geht's. So, die Hälfte haben wir. Und stopp. So, bevor wir eine Pause machen, machen wir dreimal 20 Unterwäsche. Los geht's.
Dann machen wir jetzt einmal eine kleine Trinkpause. Einmal kurz was trinken. Wir können jetzt auch direkt weitermachen. Wir brauchen zwei Tennisbälle. Ich hole sie mal kurz. Ihr habt auch kurz Zeit. So, da sind sie. Wir bleiben einfach jetzt in diesem Buch stehen und versuchen sie einfach hochzuwerfen und wieder aufzufangen. Das Ganze haben wir schon mal mit einem Ball gemacht. Wer sich das nicht zutraut, macht das wieder mit einem Ball. Ansonsten probieren wir das jetzt mal mit zwei Bällen. Wenn das noch so einfach ist, der kann versuchen, die Bälle zu schnappen. Also hochzuwerfen, die Hände zu drehen und dann von oben zu schnappen. Ansonsten ganz normal hochwerfen. Oder auch mal wechseln, einmal schnappen, einmal hochwerfen. Okay, jetzt werfen wir den Ball hoch, übergeben und fangen ihn auf der anderen Seite auf. Schön langsam erstmal. Und dann werden wir mal ein bisschen schneller. Und dann jonglieren wir schon mit zwei Bällen. Schön konzentrieren, immer die Bälle angucken. Und immer versuchen, ein bisschen schneller zu werden. Kleine Kreise machen, einfach hohe Kreise machen. Okay, dann versuchen wir das natürlich auch mit der anderen Hand. Wir werfen hoch, die andere Hand und machen dasselbe wie gerade. Okay, schneller werden wir jetzt da. Okay, jetzt können wir einen Tennisball an die Seite legen und wir brauchen noch einen. Wir kreisen erst wieder um das eine Bein. Machen wir 10 Mal, könnt direkt mitmachen. Und auf 10 Mal um das andere Bein. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt springen wir dabei und kreisen uns dabei den Ball um die Beine. Ja, ich mache es mal vor. Wir springen immer hin und her und geben uns sozusagen nach durch die Beine, aber wir wechseln immer unsere Füße. Klar? Dann können wir jetzt starten. Nehmen wir mal andersrum und los geht's. Immer schön springen und immer die Füße weg. Fünf Sekunden. Und drei, zwei, eins. Okay, letzte Sache, bevor wir noch zum Abschluss kommen, machen wir eine Liegestütz und rollen uns den Ball immer hin und her. Schnell es geht. Okay, haben wir das auch geschafft? Dann machen wir jetzt noch zum Abschluss eine kleine Challenge. Zum Schluss gibt es heute noch eine kleine Challenge. Ihr müsst 15 Gegenstände, es können Papierkugeln sein, Stifte, Bälle, was auch immer ihr gerade findet. Habt ihr gleich Zeit für die zu suchen, müsst ihr von einer Seite zur anderen transportieren. Das ist ungefähr 2 Meter auseinander. Ja? Und dabei müsst ihr versuchen, schneller zu sein als ich. Heißt jetzt 15 Gegenstände zusammensuchen, einen Behälter, wo ihr das am Ende reinpacken könnt und dann geht's gleich los. So, dann macht euch startklar. Ganz wichtig, immer nur einen Teil nehmen. Mein letzter Gegenstand ist der Basketball. Wenn der drin ist, bin ich fertig. Und dann gucken wir mal, wie viel ihr habt. Ja, bereit? Dann geht's los. In 3, 2, 1, los. Thank you.
So, ich bin fertig. Ich bin mal gespannt, wie viele ihr noch übrig hattet. Wenn ihr weniger habt oder noch nicht fertig seid, gar kein Problem. Einfach immer weiter üben. Und bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns.